Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Deezer-Date-Video auf meinem Kanal. Vielleicht hört ihr es da hinten, der Tesla schnauft wie wahnsinnig. Wir sind an dem nagelneuen Supercharger von Hermsdorf und ich lade zum ersten Mal mit 250 Kilowatt Ladeleistung. Das habe ich, glaube ich, noch nie erlebt. Wie ihr wisst, ich bin immer mal wieder auf langen Fahrten mit meinem Model 3 unterwegs und ich dachte, ich mache heute mal für euch ein Video, die 7 Tipps für die Langstrecke mit dem Model 3. Was ich mal ganz spaßig fand, war zu schauen, wie 2008 man sich auf eine lange Strecke vorbereitet hat oder vor allem Tipps zum sparsamen Fahren berücksichtigt hat. Wenn wir uns das anschauen, Motor nicht warm laufen lassen, im Stillstand Motor ausschalten, beim Beschleunigen Vollgas geben und Gänge überspringen, einen möglichst hohen Gang benutzen, nicht mit dem Motor bremsen. Das meiste von den Tipps, die man für die Verbrenner brauchte, sind bei diesem Auto nicht nötig. Was sind also meine 7 Tipps für die Langstrecke? Der erste, der steht hier auch als Nummer 7, nämlich den Reifendruck kontrollieren. Das ist natürlich genauso bei diesen Autos. Wenn ihr den Reifendruck anzeigen lasst, dann seht ihr, dass ich ein bisschen wenig drin hatte. Der korrekte Reifendruck ist in der Fahrertür zu finden. Das wäre beim Model 3 2,9 bar. Ich bin heute voll beladen unterwegs und auch ein bisschen sparender, wenn ich etwas hochgehe. Deswegen habe ich mal auf 3 bar den Reifendruck gewählt. Man fühlt sich immer ein bisschen schlecht, wenn man an die Tankstellen geht und nur den Reifendruck kontrolliert oder nachfüllt. Deswegen kaufe ich auch manchmal dann noch ein Scheibenwasser oder sowas. Das ist nämlich auch gut vor der Fahrt zu kontrollieren. Interessanterweise wird es hinterher dann doch wieder unterschiedlich angezeigt, obwohl eigentlich jeder Reifen 3 bar haben müsste. Der zweite Punkt für eine lange Strecke ist natürlich aufladen. Ganz vollladen kostet auf der einen Seite Zeit, weil es am Schluss am langsamsten geht. Ist nicht so gut für die Batterie und man kann, wenn die Batterie ganz voll ist, auch nicht mehr rekuperieren. Das fühlt sich dann ganz komisch an, wenn man dann wie gewohnt an der Ampel einfach nur vom Gas geht und weiterrollt und dann tatsächlich mal die Bremsen benutzen muss. An dieser Stelle ganz herzlichen Dank an Lidl. Das ist keine Werbung, aber tatsächlich dort kann man mit bis zu 50 Kilowatt kostenlos laden während des Einkaufs. Und das mache ich dann auch gerne und habe zum Beispiel jetzt vor dieser langen Fahrt auf 85% hochgeladen, weil ich wusste, dass das reicht, um mit 15 oder ja wenigstens 10% beim nächsten Supercharger zu landen. Wenn man sich den kostenlosen Strom dort holt, ist es natürlich auch nett, wenn man das dann auch nutzt, um was einzukaufen. Ja, und das ist dann schon mein dritter Tipp, nämlich sich vor der Fahrt etwas zum Essen mitnehmen. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber man muss dazu wissen, dass die Tesla Supercharger sehr häufig bei Fastfood-Ketten sind, McDonald's oder Burger King, und nicht immer bei Tankstellen oder Autohöfen, wo man dann auch alles andere bekommt. Und da ich kein so Fastfood-Fan bin, habe ich immer gerne ein bisschen Wasser dabei, ein bisschen Obst, vielleicht ein paar gesunde Sachen. Ja, und das kann man ja zum Beispiel dann bei dem Kaufhaus erledigen, wo man auch sein Auto vollgeladen hat. Der vierte Tipp, der gilt natürlich auch wieder genauso für Verbrenner und allgemein fürs Autofahren, dass man entspannt fährt. Was heißt entspannt fahren mit einem Model 3? Für mich ist da ganz wichtig das vorausschauende Fahren. Was bei den Verbrennern war mit dem Motorbremsen, dass wir jetzt eben die Rekuperation nutzen und damit auch weitere Strecken zurücklegen können. Das heißt eben rechtzeitig vom Gas gehen. Dann kann man nämlich auch, wenn man voll beladen ist, wie ich heute, und viel Gewicht mitbringt, das gut nutzen, um die Batterie wieder voll zu kriegen mit der Rekuperation. Was für mich auch zum Entspanntfahren gehört, ist den Tempomat, den Spurhalteassistent oft einzusetzen, aber auch nur da, wo wirklich frei ist, wo ich nicht ständig dann doch eingreifen muss, weil jemand überholt, weil Laster da sind. Also auf Autobahnstrecken, die nicht so stark befahren sind, setze ich gerne den Tempomat ein. Ich habe schon in vielen anderen Videos beschrieben, dass es mit dem Tempomat von Tesla nicht so günstig ist in den Baustellen, weil er eben dort immer nicht die 60 km/h, die dort vorgeschrieben sind, ansteuert, sondern die dort eigentlich zulässige Höchstgeschwindigkeit. Und dann hat man ziemlich einen Stress, um überhaupt mal auf die 60 runter zu kurbeln. Also da nutze ich den Tempomat dann lieber nicht, weil das gibt Stress. Und schon wieder stehe ich an einem Tesla Supercharger und komme damit zu meinem nächsten Tipp. Ich lade gerne häufig und kurz. Wenn man ein Ziel im Navigationssystem eingibt, ist es häufig so, dass möglichst wenige Stops angeboten werden, an denen man ziemlich lange lädt. Für mich ist das eigentlich nicht praktisch, weil ich gerne häufiger mal eine kurze Pause mache. Und so lade ich zum Beispiel auf der Strecke von Berlin an dem Bodensee 4 bis 5 Mal, oft nur 20 Minuten. Das hat für mich verschiedene Vorteile. Erstens, ich muss häufiger mal aufs Klo. Zweitens, ich will häufiger mal einen Kaffee. Drittens, je voller man ja die Batterie lädt, desto langsamer wird es. Das heißt, wenn ich mit 15 bis 20% ankomme und dann auf 70, 80% hochlade, bin ich eigentlich im optimalen Bereich.
Und damit komme ich zum sechsten Erfahrungstipp: nicht schneller als 150 fahren. Ich habe gerade die Strecke Berlin-Bodensee in letzter Zeit sehr häufig gemacht und kann eindeutig sagen, dass man nicht mehr viel schneller wird, wenn man schneller als 150 fährt, weil man doch sehr viel mehr Strom verbraucht und dann häufiger laden muss. Mit 150 kann ich auch den Tempomat nutzen, der nur bis 150 ja einsetzbar ist. Wenn ich als Höchstgeschwindigkeit 150 nicht überschreite, komme ich normalerweise mit 19 Kilowattstunden auf 100 Kilometern aus. Auf Fahrten, in denen ich auch mal bis 200, 220 hochgegangen bin, habe ich deutlich mehr gebraucht, 24. Natürlich hat es auch was mit der Temperatur zu tun, mit dem Reifendruck, mit allem Möglichen. Auf jeden Fall Daumenregel für mich persönlich ist, 150 ist eine gute und komfortable Geschwindigkeit, mit der ich einigermaßen entspannt und vor allem mit relativ wenigen Ladezeiten ans Ziel komme. Ja, und mein siebter Punkt ist, ich nutze für die Vorbereitung einer Fahrt einen Better Route Planner. Für alle, die schon länger Model 3 fahren oder Tesla fahren, ist das sicherlich keine Neuigkeit. Aber vielleicht, und das ist meine Hoffnung, sind eben ein paar Newbies dabei, die vielleicht von diesen Tipps doch noch was profitieren können. Und ein Better Route Planner ist auf jeden Fall ein gutes Tool, um eine Fahrt vorzubereiten. Mit der Tesla-Navigation selbst kann ich praktisch nur von dem Punkt aus, wo ich gerade bin, an den Punkt, wo ich hin will, eine Fahrt planen. Und der rechnet mir dafür dann den Weg aus und sagt mir, welche Supercharger ich benutzen kann. Aber ich kann nicht berücksichtigen, wenn ich das übermorgen machen möchte, mit welcher Ladung ich dann losfahre. Und ich kann auch keine Zwischenziele planen. Und ich kann eben mit dem Better Route Planner auch einstellen oder mal schauen, wie ist es denn, wenn ich mich so verhalte mit dem Fahren, wenn ich schneller fahre, wenn ich langsamer fahre, wie müsste ich denn fahren, um optimal anzukommen. Und so kann ich dann ein bisschen mit rumspielen und dann kann ich eben schon im Vorfeld wissen, okay, es wäre ganz gut, wenn ich heute Abend nochmal auf 95% hochlade, damit ich eben nicht mit 130 fahren muss, sondern 150 fahren kann und so weiter. Und dann einmal weniger laden. Und all das kann man mit der Better Route Planner vorplanen, eben auch Zwischenziele eingeben. Und was ich eben auch festgestellt habe, die Fahrzeit, die dort angegeben wird, ist meistens viel genauer dem zutreffend, was hinterher auch bei rauskommt. Der Sondertipp, aber das ist wahrscheinlich bei den meisten, die jetzt hier eingeschaltet haben, sowieso der Fall: Kauft euch ein Tesla Model 3, weil man wirklich damit eben an allen Chargern theoretisch, die einem über den Weg laufen, auch laden kann. Und wie ihr in diesem kleinen Zusammenschnitt noch seht, man kann auch sehr viel unterbringen. Dieses relativ kleine Auto ist ja eine Dreierklasse. Und heute haben wir es mal voll ausgereizt. Das alles war heute auf unserer Fahrt von Berlin an den Bodensee in diesem Auto drin und natürlich noch 4 Personen. Ja, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal, damit ihr auch weiterhin über meine Videos zum Thema Energiewende, Mobilitätswende und Nachhaltigkeit informiert werdet. Kommentiert gerne, wenn ihr noch bessere Vorschläge habt. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid und bleibe bis dahin euer Dieser Dad.